Name ist Hannes Hauptmann, ich komme aus Bad Blumer in der Oststeiermark, bin Ackerbauer mit dem Schwerpunkt Ölkürbis und möchte hier euch mein Video zeigen über den erneuten Kürbisanbau am 27. Mai. Wir haben vorher am 5. Mai angebaut gehabt. Der Saatkern ist aufgrund dessen, dass es den Wirkstoff bzw. das Beizmittel Maxim XL für heuer nicht mehr gegeben hat, sondern ein Beizmittel herangezogen wurde, das nur die halbe Wirkung hat. Daraus resultiert auch der Schaden, den wir hier am Betrieb haben, dass der Saatkern, der am 5. Mai gesät wurde, abgestorben ist aufgrund der Feuchtigkeit und der schlechten Weize. Ich möchte euch sagen, dass der Schaden, den ich heuer beim Kürbis habe, wir sprechen von einer Anbaufläche von 20 Hektar, das entspricht einer Größenordnung von 20 Fußballfeldern, für die Leute, die mit der Hektarangabe nichts anfangen können, haben wir heuer einen Schaden, der sich bewegt zwischen 30.000 und 40.000 Euro. Und ich möchte nur mit dem Video eines aufzeigen: Wir müssen Sorge tragen, dass wir wieder den Wirkstoff bzw. das Beizmittel Maxim XL eine Zulassung bzw. Verlängerung für das nächste Jahr bekommen. Ansonsten wird bei uns der Kürbisanbau in der Steiermark bzw. in ganz Österreich gefährdet sein. Ich bitte eingehend darum, die Interessensvertretung und alle vertrauten Stellen in Österreich, die mit dieser Genehmigung oder Zulassung verbunden sind, alle Hebel in Bewegung zu setzen, dass wir wieder einen sicheren Anbau im 24er Jahr starten können.